Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Faktor Wirtschaft TV. Rückkehrwilligen eine berufliche Perspektive in der Heimat aufzeigen, Fachkräfte zurück in die Region holen. Seit 2018 präsentieren sich Unternehmen mit ihren Angeboten auf dem Heimkehrertag in Neubrandenburg. In diesem Jahr findet die Veranstaltung nun an zwei Standorten statt. 2019 nahmen 40 Unternehmen am Heimkehrertag in Neubrandenburg teil. Gut 500 Besucher informierten sich über Jobangebote in der Region. Vergangenes Jahr musste die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. 2021 gibt es den Heimkehrertag nun gleich in doppelter Ausführung. Sowohl in Neubrandenburg als auch in Greifswald erhalten Rückkehrwillige nach den Weihnachtsfeiertagen Informationen über Arbeitgeber und Stellenangebote in ihrer Heimatregion. Der Heimkehrertag oder die Heimkehrertage nun finden in beiden Fällen, also in Greifswald und in Neubrandenburg, am Montag, den 27. Dezember statt, von 10 bis 15 Uhr. In Greifswald wird er durchgeführt im Kulturbahnhof und hier in Neubrandenburg im HKB. Unternehmen, die sich auf dem Heimkehrertag in Greifswald oder Neubrandenburg präsentieren möchten, können sich jetzt bei der IHK anmelden. Weitere Informationen zum Heimkehrertag finden sich auch unter www.heimkehrertag.de. Am 31. August findet ab 10 Uhr in Stettin die zweite deutsch-polnische Energiekonferenz statt. Unter der Beteiligung der IHK Neubrandenburg, der Wirtschaftskammer Nord und weiterer Partner werden Umsetzungsmöglichkeiten des europäischen Green Deals für die Region Stettin diskutiert. Die neue Wachstumsstrategie sieht unter anderem klimaneutrales Wirtschaften sowie eine klimafreundliche Transformation des Energiesystems bis 2050 vor. Vorgestellt werden polnische und deutsche Projekte sowie innovative Ideen für die Gewinnung erneuerbarer Energien und der effizienten Nutzung von Strom, Wärme und Wasserstoff. Ein Ziel der Initiatoren ist es, die Teilnehmer in einen gegenseitigen Austausch zu bringen, um so die deutsch-polnische Zusammenarbeit zu stärken. In Präsenz und virtuell werden mehr als 150 Unternehmen aus unterschiedlichen Wirtschaftsbranchen sowie Vertretern aus Ministerien, Städten und Gemeinden beider Länder zur Konferenz erwartet. Die Stadtwerke Greifswald GmbH wurden auch in diesem Jahr zum Top-Ausbildungsbetrieb von der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet. Die Stadtwerke Greifswald GmbH wurde am 26. Juli zum 7. Mal als Top-Ausbildungsbetrieb von der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet. Katrin Mortulo, Personalchefin der Stadtwerke, freut sich sehr. Wir sehen darin immer eine Wertschätzung unserer Arbeit. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass wir unsere Auszubildenden wirklich qualitativ hochwertig ranerziehen. Wir bekommen eine sehr gute Resonanz von unseren Azubis, die uns auch gerne als Ausbildungsbetrieb weiterempfehlen. Besonders gelobt wird wirklich dieser familiäre Zusammenhalt, gerade jetzt auch während der Corona-Pandemie. Die Leiterin des Bereichs Aus- und Weiterbildung der IHK, Ellen Grull, überreichte die Auszeichnung gerne. Denn trotz Corona-Pandemie haben die Stadtwerke ihren Azubis eine gute Ausbildung ermöglicht. Die Azubis haben uns hier auch bestätigt, dass sie volle Unterstützung hier seitens des Unternehmens hatten, um auch diese Ausbildungsinhalte sich vollumfänglich anzueignen. Genau dieses Gesamtpaket ist es gewesen, dass die Jury gesagt hat, die Stadtwerke Greifswald, die haben auch den Titel Top-Ausbildungsbetrieb 2021 erneut verdient. Am 16. September laden die IHKs in MV unter Federführung der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern zu einer digitalen Vorstellung des deutsch-chinesischen Ökoparks in Qingdao ein. Ab 9.30 Uhr können sich interessierte deutsche Unternehmen über Ansiedlungsbedingungen einschließlich vorhandener Büroräume und Gewerbeflächen informieren. Es werden darüber hinaus Kooperationsmöglichkeiten erläutert, Beratungsleistungen aufgezeigt, alles per direkter Schaltung in den Ökopark, wo sich bereits 40 deutsche Unternehmen erfolgreich angesiedelt haben. Große Vorteile bringen die sehr gute Anbindung an die Infrastruktur. Wirtschaftszentren wie Peking und Shanghai sind nur rund eine Flugstunde entfernt, sowie ein ganzjährig eisfreier Tiefseehafen mit sich. Grundidee des Ökoparks ist eine nachhaltige und grüne Entwicklung nach deutschen Umweltstandards und Normen. Bei Interesse sind Anmeldungen bei Dagmar Enste unter der Telefonnummer 0395 5597307 oder per Mail an dagmar.enste@neubrandenburg.ihk.de möglich.
Liebe Zuschauer, leider sind wir auch schon wieder am Ende der aktuellen Ausgabe von Faktor Wirtschaft TV angelangt. Ich verabschiede mich von Ihnen und freue mich, wenn Sie auch am 24. September wieder einschalten.